Ist nämlich tatsächlich auch noch eine relativ gute Versorgung. Dann mit einer Hunting-Lotke direkt daneben. Und dann selbstverständlich noch eine Granarie. So, können jetzt mal langsam wiederkommen. Sonst wird das hier halt wirklich nicht gut ausgehen. Für den Schnulsi. So. Okay. Bisschen aufpassen, dass ich bald Platz lasse. Ja, ich weiß. Mehr Felder. Jetzt 5 Arbeiter, will ich nicht. Das sieht jetzt halt so ekelhaft aus, aber was will ich machen, ne? Also jetzt muss ich halt leider Kompromiss eingehen. Ich habe ja nirgends Platz gelassen für eine Windmill und sowas. Goddammit. Jetzt sind die Mushrooms auch auf einmal so übel stark nach unten gegangen. Ich brauche halt mal eben ganz schnell ein bisschen Geld. So, holen wir hier nochmal 120 zusätzlich. Okay, ja. So. Windmill. Gut, gibt es wenigstens. Jetzt für 2. Okay. Na, jetzt, wo, hier. Sind natürlich keine Karten mehr, aber ist okay. Eine Granary will ich da jetzt noch haben. Ja, so ist okay. So. Sonst also. Ich weiß, dass die low sind. Ich arbeite dran. Beziehungsweise will ich, dass ihr dran arbeitet. Ja, da passt man einmal nicht auf und dann passiert sowas. Natürlich immer ein bisschen bitter. Nein, wir machen keinen Kannibalismus. Thank you.
aber beeilen Sie sich jetzt aber. Steinwege sind auch langsam mehr oder weniger fertig. Muss halt einfach schon, dass das hier alles noch passt. Okay. Das wird jetzt ein bisschen bitter. Da werden jetzt ein paar Leute verrecken. Und das tut mir auch leid. Bin ich ehrlich. Aber da kann ich halt gerade machen, nix. Ist doch gut jetzt, ich hab's verstanden. Ja, jetzt lohnt sich geht nicht. Okay. Okay, ist natürlich nicht so cool, dass jetzt. Storage too far? What? Ah, was ist Storage? Ja, jetzt mach doch auch mal. Das sind so viele Leute, die das wieder dran arbeiten. Okay, mal hier noch ein bisschen trotzdem vorwärts. Die Stones hier müssen zum Beispiel weg. Jetzt natürlich Winter ist, ist natürlich unlucky. So. Fressen, 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 fressen. Das Billigste hier gerade. 11. Hat jetzt ein bisschen in der Hose weh, aber ist okay. Ist okay. Ich akzeptiere es. Die hier haben noch nicht alle Upgrades. Okay. Im Wasser habe ich hier tatsächlich gar nicht in der Nähe. Ah, wie weit noch? Da muss ich mich halt drumherum kaufen. Hier wäre noch. Tada. Okay, okay. Okay, da passt man einmal nicht auf und hat man alles fertig schon. Wir nehmen die sind beide nicht schlecht. City Attractiveness erhöht halt die Happiness. Aber wir nehmen trotzdem das hier. Und dann das hier.
Mir ist in der Tat bewusst, dass das Essen knapp wird. Danke, dass ich dadurchgehend darauf hingewiesen werde. So, was ist nochmal mit einer Schule, hör mal. Ah, da hab ich kein Glas für. Moment. So. Weil die Felder stehen, läuft das einigermaßen. Das ist nicht so das Drama. Feiert beide. Ah, hier kommen. Light from Sickness. Das ist dann euer Problem. Oh. Oh, ist schon voll. Auch voll. Iceworks 800. Noch nicht. Da habe ich habe andere Sorgen gerade. Wie man hören kann. Holy goddamn. Sterben die ganze Zeit Leute. Wir kriegen trotzdem die ganze Zeit Leute dazu. Das ist halt. Das ist es halt wieder. Ich meine, ja, das ist hier gerade scheiße. Aber die Sache ist halt, ich muss halt trotzdem vorwärts machen. So, ist ja nicht, dass ich einfach sagen kann, oh, dann sterben, ne? Warum kümmere mich halt nur hier rum? Es gibt bestimmte Sachen, die ich auf Priorität setzen sollte. Das stimmt auf jeden Fall. Zum Beispiel der Krampf an meinem Fuß. Au! Steht das Ding jetzt da unten eigentlich mal? Danke, da steht's. Entschuldigung, wenn das gerade ein bisschen komisch klingt. Ah, Kältekrampf. Die schlimmste Art. Ey, Karam. Storage too far. Nein, nicht Bob.
gibt tatsächlich eine Sache, die ich Rico recht gebe, und zwar die Dinge halt in einem Viereck zu bauen, ist in der Theorie besser. Einfach wegen dem Upgrade, das wir auch bald holen können. Darum sollte ich wahrscheinlich als nächstes eigentlich gehen. Okay, goddamn, die zerstören das Fressen, was gerade reinkommt. Verständlicherweise. Ja, Industrial Adjacency, da sollten wir hingehen. Das ist auf jeden Fall kein schlechtes Upgrade, weil dann brauchen die wenigstens nicht schon so, nicht so viel. Okay. Der Weg ist halt so lang, deswegen hat das hier unten so lange gedauert. Leder haben wir automatisch Export, ne? Uncool. Okay. Genau, jetzt wo Weizen kommt, geht es auch wieder hoch mit der Nahrung, aber trotzdem nicht ausruhen. Jetzt müssen wir tatsächlich ein gutes Stück vorwärts pushen mit der Nahrung. Am besten ist es immer meiner Meinung nach, wenn man eine stabile Versorgung hat. Auch außerhalb von Erntezeit. So, wie sieht das hier zum Beispiel Storage-Tufa? Ein Problem. Also klar, sein Problem ist, dass es kein Storage in der Nähe ist, aber. Es ist genug Storage im Haus. Wie sieht es denn hier aus? 123. Gerade verpasst. Okay, da ist wieder Nahrung reingekommen, das ist gut. So, weg damit. Ein damit. Ja, auch also, das sind alles keine Fruchtbäume, deswegen. Lohnt sich das nicht so wirklich? Bin aber sehr skeptisch da. Einfach nur fürs Upgrade halt ein Dings hinzusetzen. Die Ranches, das Dümmste, was ich mir hätte holen können von den Ranches. Was wir hier zum Beispiel machen können, ist jetzt halt auch so Weg rüber. Und sobald der Weg gebaut ist und auch alles fertig ist, können wir dann eine Trade Route dran mal setzen. Naja, der Weg muss halt erst gebaut sein. Okay, Ranch. Ich weiß nicht, ich glaube, Schweine geben allgemein einfach nur Essen und das ist relativ viel. Deswegen, auch wenn es eigentlich keine so gute
Essensquelle ist, meiner Meinung nach. Ja, aber zur Not frisst der Teufel halt Fliegen. Und wir sind gerade ein bisschen desperate tatsächlich. Uff, habe ich die. Und so natürlich nicht stehen lassen, ja. Ah, jetzt kommt wieder die Happy-Go-Lucky-Musik. Ja, die ganzen Leute hier verrecken. Ey, die sind echt zu groß. Ja, nee, dann nicht. Also hätte die Reichweite zumindest noch einen weiteren da reingeragt. Nee. Na gut, nee, dann nicht. Ja, kommt da rein. Ich hab gehört, hier ist super toll. Beb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 
bekommen die hier halt jetzt alle den 15% Bonus. Wobei nicht mal. Nur. Weiß gar nicht, ob die so zählen. Vielleicht sind sie aber doch zählt, okay. Habe ich hier schon. Wunderbar. Das kostet zu viel. So, ne? Karawansi, ja. Glaube, das lohnt sich, wenn sie halt ein bisschen weiter weg sind. 7000. Eieiei. Uns mal fürs erste wieder gefangen. Oh. Ja, weiß, wie lange das hält. Orange-Stufe. Genau, das Policy Office ist halt einfach nur so ein Block, platzt dahin und dann ist fertig. Du kannst halt sowas hier erhöhen wie City Attractiveness, Production Bonus, Trade Fee. Ganz nett. Nicht so nett ist natürlich der Mist hier. So. Müssten wir eigentlich hier wegrasieren, damit wir da rankommen an die Sachen. Ich hatte halt natürlich geschaut gehabt nach meiner letzten Eskapade, die eben gerade auch nochmal passiert ist. Was halt so beste Nahrung wäre. Ja, weil in solchen Situationen kommt es dann halt drauf an. Und es wurde halt gesagt, wenn du Fressen brauchst, Brote, Fische, Pilze. Es war schon ein bisschen älter, der Thread auf Steam. Deswegen weiß ich nicht so genau, wie aktuell das jetzt noch in den momentanen Patches ist. Ja, deswegen. Also ich weiß auf jeden Fall, Pilze und Fisch, die gehen übelst ab. Ist so. Die gehen halt richtig krass nach oben. Steile da. Oh. Auch unbedingt Sustainability Books noch zwei. Weil die halt trotzdem. Ich bin kein großer Fan davon, wenn man mehr reinsteckt, als man wieder rausbekommt. Weil aus den 12, 20 Mehlsäcken bekommt man was. Aus 17 bekommt man 82 Brote. So. Das ist nicht schlecht. Ja. Aber ist halt auch nicht viel. So. Mal gucken. 455, 3300, 4800.